Oh nein, ich hab mir das Eisen nicht geholt. Scheiße. Den hole ich mir schon wieder. Ich wünschte, ich könnte irgendwas machen, aber ich kann ja eigentlich nicht. Ich kann absolut. Ich kann Kleidung kaufen. Aber das ist auch schon das Einzige. Dieses sonnige Wetter ist zwar schön, aber ich befürchte, dass die Trockenheit zu Bränden führen könnte. So, und jetzt müssen wir gucken. Rohstoffe. Steinbruch wäre nicht schlecht. Haben wir jetzt? Okay, mit Gold kann ich mir was leisten, kann ich mir ein bisschen Zeug holen, aber ja, eigentlich brauche ich jetzt das. Kann auch schon wieder sein, dass ich versaut habe, weil ich halt den jetzt kein Eisen abliefern lassen. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Ich weiß nicht mal, was hier brennt. Ah, das Reisfeld, okay. Ihr seid mächtig und reich, aber seid ihr auch glücklich? Ein Baum als in meinem Haus leben. Nur zu. Vielleicht das Haus kurz ab. Hier war ein normales Haus. So, kommt's besser. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Wieso kann ich... Sieht wie Donner aus, Hoheit. Ey, diese scheiß Zufallseffekte sind so zum Kotzen. In diesem Stronghold. Komm, bringen wir das jetzt. Ich brauche Bogenschützen. Ach, gibt das. So, jetzt mehr Leute. Gut, mehr Steuern finde ich gut. Pfeife ich einfach mal auf den Stein erstmal. Guck, dass ich hier. Achtung, Hoheit! Es hat einen Taifun gegeben! Der Feind greift an! Was hat das mit dem Taifun zu tun? Achtung, Hoheit! Es hat einen Taifun gegeben, der Feind greift an! Mhm, ja, ich erkenne die Zusammenhänge nicht. Oh, das geht ja tatsächlich. Wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht bauen, aber. Wir werden angegriffen. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Okay, da fällst du nicht mehr. Unsere Schweine sind alle an einer Krankheit gestorben. Fuck. Das habe ich nicht aufgepasst, jetzt ist der Reis alle gewesen.
Okay, goldmäßig sieht es doch nicht so gut aus. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Ich find's gut, dass ihr mir immer Sachen sagt, die ich nicht wissen will. Okay, bringt mir mehr Bambus. All eure Schweine sind gestorben. Wir haben keine Schweine. Wir können keine Schweinekrankheit haben. Noch eine Songgruppe ist in der Nähe. Ich muss erstmal gucken, dass ich das hinkriege. Bevor ich mich um andere Sachen kümmere. Stimmt besser. Wenn die dann hier hinter mit schießen können? Ich habe doch das eine Mal so extrem viele Bogenschützen gehabt. Wieso kriege ich das nicht mehr hin? Was mache ich gerade anders? Genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Oh. Es hängt halt alles an diesem blöden Holz und das braucht ewig und ich kann halt auch nicht beschleunigen. Sind sie tot? Natürlich sind sie tot. Sollte ich erst machen, wenn ich mehr habe, glaube ich. Ja, das wird ein Stein. Aber es hat sich aufgehalten. Schießen ein paar von den Bogenschützen noch weg. Gut. Das Tor wird auch so noch ein bisschen halten. Müsste ich eigentlich die Goldmenge so ein bisschen erhöhen können? Kann man eigentlich Gebäude auch reparieren? Ja, ich glaube, das geht nämlich nicht. So was, ihr geht mal kurz hier hoch. Ihr holt den mal wieder. Reis läuft soweit. Schaltet aber nicht, wenn ich noch ein, zwei Dinger mehr baue. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Gelöscht. Das Land ist für die Bebauung zu uneben. Ich soll vielleicht irgendwann mal speichern. Ich habe nicht ein einziges Mal im Spiel gespeichert bisher. Okay, da darf ich nicht. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Aber ich glaube, ein paar mehr Pfeilmacher werden immer noch nicht schlecht. Ich muss jetzt, glaube ich, massiv nachziehen, was das angeht. Sollen sie doch die Mauern zerstören, ist mir relativ egal.
Tage habe ich noch recht viel. Das heißt, die reine Produktion sollte nicht das Problem sein. Sondern ich muss, glaube ich, viel, viel mehr erstmal auf die Defensive setzen. Und hier baue ich auch mal einen Wassertopf hin nochmal. Weil wenn hier ein Feuer ausbricht, dann ist es auch schlecht. Häuser? Haus. Ja, Haus muss dann erstmal reichen. Ihr benötigt Holz, Hoheit. Hatte ich zwar, aber solange es nicht bewegt, erkennt er das nicht an. So. Oh, ich brauche mehr Reis. Okay, das mögen sie nicht. Okay, einfache Ration, so geht's auch. Oh, ich habe Gemüse angebaut, habe ich ganz vergessen. Und hier würde ich gerne ein bisschen mehr sehen. Da war der Reis anscheinend alle. Ja, ich brauche mehr Reis. So. Hoch da. Geht hinterher. Wenn, greifen wir alle zusammen an. Der Burgherr wird angegriffen. Ich unterstehe eurem Befehl. Will ich aber auch hoffen. So, da kann ich nicht. Greift an. Eure Waren wurden verschickt. Warum habe ich hier eigentlich minus 4 jetzt? Ich verstehe das System nicht ganz. Täglich gegessen 80. Oh, das ist gar nicht mal so ineffizient, was ich jetzt schon habe. Die hau ich ganz gut weg. So, kann ich noch mehr Reis hier machen? Da geht noch mal Reis. Ein Kriegsherr hat sich von uns abgespalten, Hoheit. Okay, das Gute ist, wir haben da schon mal eine funktionierende Produktion gerade. Das würde ich gerne mal speichern, damit ich nicht jedes Mal von vorne anfangen muss. So, wir kriegen einigermaßen gut Zeug rein. Da kommen die Nächsten. Die werden aber wahrscheinlich nicht lange leben. Ich überlege gerade, ob ich die jetzt dann nicht alle vorziehe. Der Angstfaktor ist echt ein Problem. Ich brauche bessere Häuser, damit ich das kompensieren kann. Aber das kostet halt so viel Holz. Gibt's auch kein Gemüse. Spätestens wenn das Bambus hier geerntet ist, dann habe ich ein Problem. Oh, das ist gar nicht schlecht. Okay, jetzt sind schon Axtkrieger anscheinend. Die werden wirklich stärker. Gut weggeholt. Mir fehlt's an Leuten. Ich bräuchte noch ein schönes Haus, wäre nicht schlecht. Oder ein normales Haus erstmal. Aber dazu brauche ich wieder mehr Bambus. Aber ich kann, wenn ich Bambus kaufen könnte, wäre es um so vieles leichter hier, weil ich kann halt mit dem ganzen Gold nicht viel anfangen. Es bringt mir halt fast nichts.
Ist das ein Schwertschmiede gewesen? Schwertschmiede, dann machen wir hier eine Rüstungsschmiede. Und dann ansonsten würde ich fast sagen, nur noch Pfeilmacher. Nee, ich brauche erstmal ein Haus, da arbeitet ja gar keiner drin. Geht's ja wieder los. Ich würde tatsächlich gerne ein überragendes Haus bauen, aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei den Häusern. Es geht nicht anders. Ja. Ganz knapp kann ich es mir nicht leisten. Ich meine, ich habe jetzt haufenweise Bögen gesammelt, die bringen aber noch nichts. Was, Butter, Butter? Ja, wenn du das sagst, wird das schon so stimmen. Okay. Ihr alle. Geht zum... die kommen gar nicht mehr. Was ist los? Ach, der kommt da bloß nicht mehr runter. Okay. Die passen dahin gut. Naja, vielleicht zu viel Reis, Gewichtsproblem entwickelt. Kommt schon mal vor. Aber ihr holt mal den Warlord da zurück. Weil mich das stört, dass er nicht mehr bei mir ist. So. Und ich kaufe mir mal ein bisschen Kleidung. Dann werde ich nämlich das nächste Mal, wenn Probleme sind, da mit Kleidung gegenwirken. Damit meine Leute nicht mehr nackt rumlaufen müssen. Nicht, dass dagegen was spricht, aber die haben halt was dagegen. Der Feind greift an! Ah, seht ihr, bringt schon was. Jetzt kommen sie auch noch von zwei Positionen. Ah, da kommen die ersten Schwertkämpfer. Vor allem, was kann ich denn dafür, dass ein Gewitter ist? Bitteschön. Warum sind die sauer? Weil ein Gewitter herrscht, bitte. Wie hoch ist der Verbrauch von dem? 35 mal Kleidung brauche ich am Tag. Ja, die habe ich bestimmt für euch. Wisst ihr was? Keine Kleidung. Ihr kriegt ein bisschen mehr Reis. Dreifache Reisration erstmal. Zur Not kann ich sogar einen Schwertkämpfer rausdrücken. Gut. Also das muss jetzt aber wirklich was bringen. Was ich jetzt an Bögen auf die schieße. Damit kann ich auch noch einen Schwertkämpfer machen. Aber das ist halt ein richtiger Pfeilhagel und der muss einfach Wirkung zeigen. Das ist falsch rum, oder? Ja, so rum macht das schon mehr Sinn. Wir werden angegriffen. Und die Mauer ist einfach viel besser als dieses blöde, alte, dreckige Torhaus. Dann könnte ich eigentlich mal gucken, dass ich jetzt selber auf ein bisschen Eisen hier gehe. Ich sehe gerade, ich kann hier eigentlich mal ein bisschen runtergehen wieder. Dann bleib mal so. Ein Kriegsherr hat sich von uns abgespalten, Hoheit. Er kann sich gar nicht von uns abgespalten haben, der war gar nicht auf unserer Seite. Okay, das sind wieder Schwächere. Den haben wir jetzt auch erwischt. Jetzt kriegt man so langsam einen Griff. Es fehlt wahrscheinlich Eisen, ja. Oh, die werden gut weggesinst. Keine Leute mehr. Wir sind bereit.
Gut. Die anderen stellen wir dann hier in den Bereichen. Oh, da kann ich ja noch Sachen klauen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Da waren noch Rohstoffe, die ich hätte nehmen können. Und ich mache es mir unnötig schwer schon wieder. Da war Essen drin. Da war Bambus. Oh Mann, das hatte ich echt vergessen. Da war Stein drin. Was ist da drin? Da ist Kleidung drin. Geht mal da hin. Ein überragendes Haus wäre nicht schlecht. Okay, unten kommt jetzt bald Eisen. Das ist super. Kaiserlicher Bannerträger, eine langsame, schwer gepanzerte Einheit, die mit einem Schwert bewaffnet ist, gewährt Einheiten in einem kleinen Bereich einen Angriffsbonus. Dann würde ich gerade sagen, wir packen hier Bogenschützen drauf und den Bannerträger dazu. So, noch 15 Tage Zeit, jetzt muss ich aber mal richtig loslegen. Jetzt muss ich haufenweise Eisen rankarren und ja, erstmal holen wir uns das Eisen, aber ich habe noch die Hälfte der Zeit eigentlich ungefähr Zeit. Wir haben schon zwei Schwerter, also ist fast geschafft. Bögen setze ich jetzt als kleinst, sehe ich jetzt erstmal als kleinstes Problem tatsächlich. Und ich bin fast versucht, hier die Folterinstrumente zu verbessern. Dann nehme ich auch ein bisschen weniger Steuern in Kauf. Oh ja, genau, jetzt kommt der Angriff. Schießt erstmal die Bogenschützen weg. Die sind so gut wie tot. Die haben kaum eine Chance. Das schlimmste Problem sind eigentlich die Schwertkämpfer. Naja, ich muss jetzt auch aufpassen, weil ich kann jetzt nicht mehr... Oh Gott, ist der teuer! Da kommt das erste Eisen, oder? Selbst wenn die durchkommen, die haben jetzt richtig erstmal kassiert. Und der erste ist auch gleich tot. Und hier hat auch noch ein paar Schwertkämpfer, die ja erstmal davor stehen können. Und der König muss ja auch erstmal gezwungen werden. Ah ja, genau. Nutzt die als Deckung und hau richtig rein. Der Feind greift an! Was? Die haben keine Chance. Lasst aber bitte die Ochsen in Ruhe. Nicht die Ochsen. Scheiße, jetzt holen die Ochsen. Toll, danke. Ist jetzt auch nicht so, als hätte ich das Eisen gebraucht. Ich unterstehe eurem Befehl. Eure Waren wurden verschickt. Wieso verrät er mich eigentlich? Es gibt keinen, der sonst irgendwas macht.
Okay, es könnte wirklich noch problematisch werden. Ich brauche tatsächlich mehr Grausamkeit. Ich gebe mal dreifache Ration aus. Folterpresse hat einen sehr großen negativen Effekt auf den Angstfaktor. Klingt auch sehr unangenehm. Na, fangen wir mal an. Machen wir es mal nach und nach lieber. Plus 10% Produktivität. Wieso denn das? Plus 5% Truppenschaden weniger. Okay, jetzt sind wir auf dem Plus minus 0. Auch dringend das Eisen. Ich muss aber sagen, essenstechnisch läuft es gar nicht schlecht. Achso, jetzt haben die Leute alle Arbeit und das mögen sie anscheinend nicht. Ich verstehe schon. Kann ich verstehen, ich bin auch nicht so der... Ich bin auch viel lieber zu Hause. Oh, eine eiserne Jungfrau, wie toll. Erkennst du nicht noch aus Dungeon Keeper 2? Okay, 40 Eisen haben wir schon mal. Jetzt muss ich ein bisschen mehr Dampf geben, was die Schwerter gibt, angeht. Ist der noch am... Gibst du mir noch Zeug? Gib mir mal Eisen. Waren wurden verschickt. Ich will tatsächlich die Folterpresse gerne haben. Och, wir werden schon wieder angegriffen. Oh, jetzt kommen Belagerungsgeräte dazu. Okay, ich glaube, solange ich die hier behalte, revoltiert er nicht. Oder sind einfach feste Ereignisse. Wir werden angegriffen. Ja, danke. Ist mir schon aufgefallen. Schießt nicht nur. Sind das Armbrustschützen oder sind das einfach nur. Oh, die haben Armbrustschützen, die Schweine. Schieß mal das Katapult kaputt, bitte. Bauern werden benötigt, Hoheit. Passt schon. So, die Presse, bitte. Oh, die ist ja richtig klein. Angstfaktor-Auswirkung, furchteinflößend. 40% Bonus. Die kenne ich. Ja, ich verstehe, wie es funktioniert. Liegst runter und das wird immer weiter runtergedrückt. Alter. Ach, da reißen wir alle. Okay. Ach, da ist sogar schon jemand drauf. Die eiserne Jungfrau sollte eigentlich bekannt sein. Als Folterinstrument. Könnte jetzt ein bisschen haarig werden. Gespeichertes Spiel überschreiben. Ja. Ich meine, ich habe so viele Leute hier, aber... Ich bin gleich durch.